Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück. Okay, was stimmt jetzt mit meinem Controller nicht? Zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy VII Remake Integrate. Und wenn jetzt nochmal so ein dummes Rätsel kommt, hau ich jemanden. Hey, ihr zwei Totentäubchen da! Wenn ihr hier durch wollt, führt aber erstmal Wegzoll fertig. Das sollte reichen. Heiß, 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 heiß! Macht der Unschuld! Achtung! Der ist für dich! Geschafft! Da, der Ausgang! Wie viel Geld habe ich? 10.000, okay. So schwer. Ach, der Spielplatz. Oh, sorry. Das ist das Tor zu den Slums von Sektor 7. Ist verschlossen. Und nun? Wie wär's, wenn wir etwas plaudern? Nein, dafür haben wir keine... Komm schon, hier lang. Früher habe ich hier manchmal Blumen verkauft, weißt du? Ach ja? Sag mal, Cloud, du warst Rang 1, nicht wahr? Ja. Aha. Ist das etwa ein Problem? Mm-mm. Du ähnelst ihm nur. Ähneln? Wem denn? Meiner ersten großen Liebe. Wie hieß er? Kenn ihn vielleicht. Alles okay? Wie hübsch. Deine Augen. Ach so. Das sind die Folgen des Marco. Hat jeder Soldat. Ich weiß. Hätte nichts sagen sollen. Lass uns weiter. Wir müssen nach vorne blicken. Welchen Namen hat sie gerade gesagt? Cloud oder Zack? Oder Angel? Ja, ich komme immer nicht klar, wer Zack und wer Angel ist. Dafür sollte es einen Erfolg geben. Ach, da darf ich aber nicht rauf, auf den Garfield für Arme. Voila! Huh? Warte mal eben. Guck mal. Ein Geheimgang. Der führt bis zu den Slums in Sektor 7. Dann...
Bitte sehr. Kommst du alleine nach Hause? Was wäre denn, wenn nicht? Dann bringe ich dich. Das wäre doch albern. Oh. Ist schon okay. Zurück nehme ich nämlich einfach die sichere Abkürzung. Bleib doch bei mir, Aerith. Mit dir ist alles so viel schöner. Also dann, willst du los? Ach so. Nein. Kannst dich wohl nicht von mir trennen, was? Zum Teil. Das heißt halt auch schon so gemein, Zeit des Abschieds. Ich will mich nicht von Aerith trennen. Will, dass sie bei mir bleibt. Finde halt Aerith schon toll. Find süß, dass man hier die Spielgeräte nutzen kann. Ich find's auch süß, dass der Spielplatz so erhalten geblieben ist. Zwischen all dem Schrott und allem so hat der Spielplatz einfach überlebt. Gehst du? Ja. Höher! Tiefer! Cloud! Ein Glück! Du hast überlebt! Was machst du hier? Psst! Die Details erkläre ich dir später. Ich will Corneo etwas auf den Zahn fühlen. Geh du zur Bar zurück und melde dich bei Barrett. Aber... Keine Angst, ich komm klar. Wer Ärger macht, kriegt einen Tritt. Also gut. Ja! Los! Nichts da! Du musst ihr helfen! Ach was, die wird mit den Kerlen da locker fertig. Corneo ist tückisch wie eine Schlange. Wie stark deine Freundin auch ist, er wird sich um sie wickeln und ihren Widerstand einfach brechen. Außerdem fährt sie direkt in sein Nest. Da gibt es noch andere Gefahren. Los, Cloud. Sie ist dir doch wichtig. Du musst ihr helfen. Jetzt komm! Kämpfen wir los, heute schon gegen das Höllenhaus? Keine Zeit zu verlieren. Darf ich mich hier noch umsehen? Vielleicht liegt hier ja noch was. Nein, darf ich nicht. Darf ich hier in die Ecke schauen? Da liegt aber nichts. Was sagen meine Waffenmods? Meine Nagelkeule hat zum Beispiel neue Punkte. Schaden von Angriffen. Warum habe ich eigentlich den zweiten Fähigkeitsslot nicht? Okay, tiefer muss ich gerade nicht modden. Die werde ich ja so schnell erstmal nicht spielen. Ne, Stampy. Immer der Schnauze nach. Guter Junge, du hast die stärksten Beine in ganz Hallöchen. Auf dich kann ich mich. Na?
Eine Kutschfahrt gefällig? Weißt du vielleicht, wo die junge Frau ist, die in dieser Kutsche war? Ach, ich habe keine Zeit, um Frage und Antwort mit euch zu spielen. Kein Kunde, kein Service. Wir haben noch weniger Zeit. Willst du es drauf anlegen, was? Was ist hier los? Seid ihr neu in der Stadt? Macht mir bloß keinen Ärger. Wir suchen die junge Frau, die mit dieser Chocobo-Kutsche gefahren ist. Mhm. Und wollt ihr mir auch verraten, warum ihr diese Frau sucht? Wir wollen sie befreien. Weil er sich total in sie verknallt hat. Darum. Hä? Na, wenn das kein ernstzunehmender Notfall ist. Allerdings fahren wir verdammt viele Leute durch die Gegend. Kannst du sie mir genauer beschreiben? Genauer? Sie führt eine beliebte Bar. Cloud, das tut jetzt nichts zur Sache. Du redest doch nicht etwa von Tifa. Genau. Oh je, da hat es anscheinend noch jemanden schwer erwischt. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Tifa wirst du eine ganze Weile nicht mehr wiedersehen. Warum das? Weil sie was Besonderes hat. Deshalb wurde sie zur Brautschau in Don Corneos Villa eingeladen. Eine Brautschau? So nennt Corneo es, wenn er sich eine neue Gespielin sucht. Und Tifa wird seinen Geschmack sicher voll treffen. Als sein langjähriger Vertrauter kenne ich seine Vorlieben nur zu gut. Du wirst dich darauf einstellen müssen, dass sie die Villa so schnell nicht mehr verlässt. Im schlimmsten Fall sogar nie wieder. Und wo ist diese Villa, wenn ich fragen darf? Hey, warte mal. Führst du etwa irgendetwas im Schilde? Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Lasst mich da bloß raus. Fort mit euch! Oh je, und weg ist er. Dann müssen wir uns wohl erst einmal in der Stadt umsehen. Ja, oder wir brechen dem guten Mann die Arme und Beine und dann redet er vielleicht mit uns. Ist doch nur eine Idee. Liegt hier irgendwo was rum? Kann ich mit euch reden? Dieses Paket musst du nicht kontrollieren. Aber das ist doch für Don Corneo. Gerade deshalb ja, du Busse. Hübsche kleine Hütte. Ne, und hier ist der Wallmarkt. Willkommen auf dem Wallmarkt! Hier wird gefeiert, geschlemmt, geschäkert, ohne nervige Sittenpolizei! Natürlich haben wir auch was für Pärchen im Angebot. Vergnügt euch zu zweit. Oder vergnügt euch getrennt. Oder sucht ihr vielleicht Arbeit? Der Wallmarkt wartet auf euch. Kein Bedarf. Gehen wir, Cloud. Wir sind für alle Wünsche offen, mein Herr. Ach, ja, du, ne? Ich mag's eigentlich... Oh, schade. Ich darf hier gerade nicht mit der Keule zuschlagen. Ich wollte eigentlich sagen, ich mag es ein bisschen härter und wollte ihn dann mit der Keule verprügeln, aber das... Na, ihr zwei Süßen, wie sieht's aus? Habt ihr schon eine Bleibe für heute Nacht gefunden? Ich hätte da das perfekte Zimmer für euch, Turteltäubchen. Wie viel? Das fragst du? Bei Interesse helfe ich dir gerne weiter. Klar, siehst du doch. Da, wo so zwielichtige Typen rumhängen. Ach, was? Oh, lol. Einen Moment. Wo endet denn das Stromkabel jetzt? So. Einmal einstecken, da vorne. Und wo ist hier das Ende? Man sollte den Controller hin und wieder laden. Hallo, wie geht's denn so? Ich habe gehört, mein Sohn Johnny soll sich hier auf dem Wallmarkt rumtreiben. Hast du ihn gesehen? Ich bin extra gekommen, um ihm sein Lieblingskissen zu bringen. Sonst kriegt er auf seiner Reise ja kein Auge zu. Ein gesunder Geist wächst nur in einem gesunden Körper heran. Und für einen gesunden Körper braucht man mindestens 8 Stunden Schlaf, eine harte Matratze und natürlich ein passendes Kissen. Ich mag den Eingangsbereich hier.
kann ich hier was kaufen? Sieht aus wie so ein Kondomautomat hier in dem komischen Hotel. Gut, kaufen kann ich nichts, aber ich kann ihn beklauen. Ist doch auch was. Ich habe gerade erstmal Herpes gelesen. Weißt du, ich sehe hier die Hütte. Und das Erste, was ich lese, wenn ich was einstecke, ist Herpes. Oh nein. Warum habe ich Geizhals nur die billigste Absteige genommen? Ja, weiß ich auch nicht. Das wäre dann das Pärchenzimmer. Oder auch nicht. Diese Bruchbude geht ja gar nicht. Wie hattest du es dir denn vorgestellt? Oh, ich finde die Bruchbude ja so insgesamt eigentlich ganz hübsch. Vor allem, sie steht noch. Kommt schon, Jungs. Rein. Ein Bierchen und Weltneuheit auf dem Wallmarkt. Ein vollautomatisierter Krämerladen. Aha. Vielleicht kaputt? Alles klar. Hereinspaziert, nur keine Scheu. Wie? Ist nichts rausgekommen? Na klar. Wie sollen die Leute da muss wohl das Fließband gehakt haben. Ach so, ja. Wie? Dann bitte. Nichts rausgekommen außer Schüsse? Vielleicht kaputt? Kollege, willst du mich verarschen? Wie? Ist nichts rausgekommen? Wie? Nichts rausgekommen außer Schüsse? Oh, Feier! Muss wohl ein Wackelkontakt sein. Absolute Weltneuheit. Gib dir gleich einen Wackelkontakt, du Arschloch. Das ist. Hallo, wir sind eine Apotheke, aber wir bieten auch andere Dinge an. Und zum Beispiel Schallplatten. Herzlichen Dank. Meine Auswahl ist riesig. Schau dich einfach mal um, ja? Ah ja. Man sieht sich. Ich fürchte. So, wo waren wir noch nicht? Links. Links rum ist. Frische Honig, Knödel, Leute. Unser bester Freund mal wieder. Mega süß. Hallo Cloud. Für meine Forschung bin ich bereit, bis ans Ende der Welt zu gehen. Aber ihr Fortschritt hängt von dir ab. Ich freue mich über jede Unterstützung. Okay, anscheinend gibt es aber keine neuen Forschungs- Cloud, Dinger. Ich habe eine neue Hypothese. Ah, doch. Und ich hoffe, du kannst mir helfen. Cloud, ich habe einen Kampfbericht für eine neue Beschwörermateria erstellt. Besiege die Esper, um die Materia zu vervollständigen. Okay. Echt? Habe ich schon mal geschafft? Krass. Okay, die Bestie werden wir gleich angreifen. Analyse anwenden. Okay, muss ich dann wohl doch wieder... Vision. Das habe ich nicht. Doch, habe ich. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Kampfbericht abgeschlossen. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Gut. Ukinagashi. Wir gehen im Schuss. Okay. Ich freue mich auf unsere Daten zu meinem Kampf. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Schokomoppel. Jetzt? Lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Das wäre halt als Kostüm echt stark. Also ich wünschte, es gäbe hier auch noch Kostüme. Daumen gerückt, Kuppo. Das ist eine Ult. Das war's.
So, einmal Mutangriff. Und Impuls. Es ist vorbei. Und tschüss. Verzieh dich. Und los, Feuer und Flamme. Lol, da war ein Tomberry. Den habe ich ja gar nicht mitbekommen. Zeit zu kämpfen. Verdammt. Au. Gebet. Feuersbrunst. Impuls. Impuls auf den Bomber. Bis hier und nicht weiter. Au. Und noch eine der. Es ist vorbei. Gebiet. Verzieh dich. Was habe ich da eigentlich für einen Buff auf mir? Herzlichen Glückwunsch! Hiermit wäre verifiziert, dass das Universum durchaus Humor hat. Dein lustiger Partner Chocomoppel und du. Mit vereinten Kräften werdet ihr Shinra schon überrollen. Sehr cool. Ah, die muss ich nicht kaufen. Gut. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampf. Gebiet. Ah, ui. Sehr cool. Dann speichern wir mal wieder. Und dann bedanke ich mich auch mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.